Die ist 120, ne? Darf ich noch mal kurz sagen? 120 und schaut euch die an. Ja, genau. In einem ganz neuen LKW begrüße ich euch zu dieser Folge Euro Truck Simulator 2. Heute im Iveco S-Way unterwegs. Eine kleine Mod und natürlich auf auch einer Modkarte, die sehr, sehr gut ist, nämlich Heilbronn. Wir kennen sie ja schon als originale Großstadt. Ihr müsstet euch daran erinnern. Wir starten mal den Motor. Haben uns hier den 570 PS S-Way geholt und fahren mal zu Postbett. Denn dort wartet auch schon bei Fürfeld oder Bonnfeld besser gesagt der erste Transportauftrag für uns mit dem neuen LKW. So, hier ist frei. Schaut gut aus. Wir schauen mal, dass wir hier rüberfahren und ich bin schon sehr gespannt, was wir denn jetzt schon wieder transportieren dürfen. So, einmal hier rechts rein. Und gucken wir mal, was sie heute für uns haben, ne? Also Aufträge. Und da haben wir es auch schon. Ein Rosenbauer Panther 38 Tonnen von Bonnfeld nach Neuenstadt. Und das sind ganze 26 Kilometer, 28 Minuten Fahrt circa. Und das müssen wir heute machen. Es scheint auch schwer zu sein. 38 Tonnen ist kein Fliegengewicht. Aber gut, dann schauen wir mal gleich, dass wir das Ding aufgabeln. Und der zieht gut. Also der Iveco hier, der hat untenrum schon Power. So ist nicht. So, wir müssen hinterfahren. Zum Verladebereich. Und das letzte Video, oh ja, das schaut gut aus. Das letzte Video ist auch schon länger her von ETS 2. Deswegen habe ich mir gedacht, müssen wir mal wieder frischen Wind reinbringen mit einem neuen Mod. Beziehungsweise gleich mehreren, denn dort haben wir auch den schönen Rosenbauer Feuerwehr-LKW, den wir hier transportieren dürfen. Und da bin ich gespannt. 38 Tonnen mit 570 PS. In der Theorie sollte das kein Problem sein, aber ich merke es jetzt hier schon am Anfahren. Wir geben hier jetzt Vollgas. Ja, es geht schon. Es geht, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr ganz so easy peasy wie zuvor. Und da sieht man mal, das Ding ist ein riesen Teil, oder? Wir haben nicht mal eine Rundumleuchte, die wir einschalten können. Das hat nur der gute Feuerwehrwagen, den wir hinten drauf haben. Schaut schon heftig aus, oder? Vor allem mit dem tiefer gelegten Iveco. Den kann man nämlich auch von der Federung her so tief legen, wie er quasi auf der Autobahn sein müsste. Oh, Grüße. Wir hatten das Ding da mitten hingestellt. Meine Güte, den ersten Verlust schon. Aber gut, ist ja nichts passiert. Das Ding hält was aus. Wir biegen mal rechts ab. Und gucken. Ist frei. Perfekt. Dann transportieren wir das Ding mal. Und wie immer, deutsche Autobahn, Schrägstrich Landstraße. Das finde ich halt sehr cool. Wir sind jetzt noch in Bonnfeld. Fahren dann gleich raus. Und wir wissen ja mittlerweile, dass die Map hier sehr, sehr detailgetreu ist. Also das ist ein 1:1 Nachbau für die, die es nicht mehr wissen. Von Heilbronn und Umgebung finde ich schon mega, dass das hier so realitätsnah umgesetzt wurde. Und das werden wir auch gleich nochmal sehen, weil das sieht wirklich alles sehr cool aus, finde ich. So, wir blinken hier schon mal. Müssen da vorne rechts an der Ampel. So, hier ist das Ortsausgangsschild. Wir müssen rechts abbiegen. Sehr schön. Und wir haben wieder die ersten Baustellen. So muss das sein. Ansonsten haben wir hier innen ein sehr schönes Interior, wie ihr sehen könnt. Also ich finde, das sieht richtig gut aus. Und von außen natürlich, finde ich, sieht der auch richtig schön aus. Also wir sehen auch hier S570 für den 570 PS Motor. Und ich finde, er sieht einfach cool aus. Er schaut gewagt aus, der LKW. Mal was anderes. Die meisten schauen so, ja, ziemlich Standard aus. Also nicht sehr aggressiv. Nicht so, ja, windschnittig, nenne ich es jetzt mal. Eher so wie so Kästen. Und der ist ein bisschen abgerundeter, ein bisschen sportlicher, meiner Meinung nach. Auf die Autobahn Richtung Heilbronn müssen wir jetzt hier fahren. Und ja, deswegen finde ich es jetzt einfach cool. Und wir haben wieder eine Baustelle. Wie soll es anders sein, Leute? Schreibt mir eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare. Von innen natürlich typisch Iveco. Mit frischem Lenkrad, so wie es ausschaut. Und ansonsten sind die Armaturen immer recht gleich angeordnet, muss man sagen. So, die 38 Tonnen müssen wir jetzt hier mal ein bisschen bewegen. Im 12. Gang. Und wir kommen hier nicht voran. Das ist echt der Wahnsinn. Ich gebe gerade Vollgas, ja. Mehr geht nicht. Gaspedal ist durchgedrückt. So, und wir blinken schon mal. Weil da vorne ist Baustelle. Leute, ihr müsst mich reinlassen. Ihr müsst mich doch. Ja, müssen sie nicht unbedingt, aber
Oh, Mensch, er hat auch gebremst. Okay, so viel dazu. Jetzt fahren wir hier. Ja, toll, danke. Jetzt fahren wir hier mit sehr geringer Geschwindigkeit auf die Autobahn auf. Oh Mann, 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 du. Hätte er einfach Gas gegeben, wäre das gar kein Problem gewesen. Dann wären wir halt ein bisschen später auf die Autobahn, aber so. Gut, willkommen auf der Baustelle. Willkommen in Deutschland, sage ich dazu nur. Ne, wie soll es anders sein? Und ja, blöd, dass der nicht selber fährt, der Rosenbauer. Aber gut, wir müssen ja auch was zu tun haben, ne? Und jetzt werden wir reihenweise überholt. Schaut euch das an. Die freuen sich, weil wir einfach ja zu viel Gewicht hinten drauf haben. Sind es echt 40 Sachen? Ja, tatsächlich. Wir fahren mit 43 auf der Autobahn. Ich gebe aber Vollgas, ne? Jetzt werden wir ja sowas von immer überholt, aber okay. Und für euch oder für die, die es noch nicht bemerkt haben, die neue, ja neue in Anführungszeichen überarbeitete Webseite danielgaming.com ist wieder da. Da gibt es immer ein paar Infos über eben aktuelle Videos, über Gaming-PCs ab und zu mal und so weiter und so fort. Also dort könnt ihr euch auch austauschen, Fragen stellen, genauso wie der Discord-Server natürlich, dessen Link ihr wie immer auch in der Videobeschreibung findet. Also wer da noch nicht vorbeigeschaut hat, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und wer die Glocke noch nicht aktiviert hat, kann ich auch nur empfehlen, weil wir haben in Zukunft viele, viele spannende Projekte. Und ich denke, das könnte vielen von euch doch gefallen. Vor allem, weil wir da noch ein paar simulationsähnliche Projekte haben. Also die in einem Simulator sehr ähnlich kommen. Auch mal was Neues ausprobieren. Ja. So, hier haben wir einen Baustellenwagen, der uns überholt hat. Perfekt. Mit dem richtigen Anhänger. Okay. Wollen die schon wieder eine neue Baustelle eröffnen, oder? Also irgendwie habe ich zumindest das Gefühl, ne? Jetzt sind wir mal bei 60 km/h angelangt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch ein Wahnsinn. Oh, 70 knapp. Also hier scheint der Tacho ein bisschen abzuweichen, muss ich ehrlich sagen. 65 sind wir auf dem Tacho und wir sind schon bei 73. Jetzt gleich bei 70. Laut Tacho, jetzt sind wir bei 77. Ja, leichte Abweichungen. In dem Fall, aber gut. Nicht allzu schlimm. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier ein bisschen bei 80 oder sowas bleiben können. Wir blinken mal. Oh, haben wir einen Nürnberger vor uns. Okay, wir fahren auf die linke. So. Und es sieht hier halt wieder richtig cool aus und sehr realitätsnah, weil hier sind genug Baustellen. Und wenn genug Baustellen da sind, dann ist das 100% Deutschland. Aber mal 100%. Und da arbeitet auch keiner auf der Baustelle. Also mehr Realität geht gar nicht eigentlich. So. Wieder auf die rechte. Und die wenigsten LKWs fahren ja 90. Die fahren ja meist ein bisschen flotter. Und wir sind ja auch mit vorne dabei. So muss es sein. Und wir haben noch 21 Kilometer. Dann können wir die 21 Kilometer jetzt ganz entspannt abspulen. Alter Schwede, warum bremst denn der hier voll? Sie sind doch komplett verrückt. Der ist fast auf Stillstand abgebremst, jetzt bremst er wieder. Da war jetzt gerade eben zwar ein Stauschild, aber das heißt ja nicht, dass man, obwohl kein Stau ist, voll runterbremsen muss. Also Leute, was ist denn da los? Die fahren ja hier komplett behindert. Also gut, realitätsnah ist es, kann ich jetzt hier nochmal bestätigen. Baustelle, ja ist klar, aber man fährt nicht automatisch 30 auf einer Autobahn, wenn eine Baustelle kommt. Leute, das ist ein bisschen gefährlich. Da steht Stau, ich weiß, aber
Mann, du. Wir haben immer noch 80. Dann fährt man auch gewissermaßen 80 weiter. Ja, das ist zumindest der Sinn des Ganzen. Also, hier wird auf 60 runter gemacht. Dann bleiben wir mal bei 60. So, Neckargartach. Alles klar. Oder haben wir die Feuerwehr? Grüße gehen raus, Feuerwehr. Das ist ein perfektes Bild jetzt. Muss ich jetzt mal angucken. Okay, hier wird es ein bisschen kurvig. Achtung. Feuerwehr und Rettungsdienst zugleich. Ja, Leute, was ist denn da los? Feuerwehr, Feuerwehr und Feuerwehr. Hier, schau mal. Ich habe deinen Kollegen hinten drauf. Lustig. Ah, sieht schon cool aus, aber der Rosenbau ist echt riesig, ne, im Vergleich zu dem LKW da. Macht schon einen Unterschied, glaube ich. So, okay. Wir geben wieder Gas. 80 ist wieder erlaubt. Dann schauen wir mal, dass wir 80 fahren und wieder rechts rüber gehen. Zack, perfekt. Und wir haben immer noch Baustelle. Also wie viele Kilometer haben die denn hier Baustelle gemacht? Das ist ja unfassbar. So viel bauen können die gar nicht, wie sie hier Baustelle haben. Das ist ja Wahnsinn. Ey, sag mal, Kollege, was ist mit dir los? Bah! Leute. Okay, das war ein Unfall. Gut, wir haben einen Unfall gebaut. Meinen herzlichen Glückwunsch an den Minifahrer vor uns, der wirklich wie so ein Idiot gefahren ist. Haben wir wieder einen Unfall. Ja, ganz toll. Muss sein. Kann nicht anders sein. Dass es wieder mal Unfälle gibt. Gut, auf der anderen Spur ist wenigstens keine Baustelle. Das hier kommt sehr abrupt, muss ich sagen. Rettungsdienst, Grüße. So. Hier bauen mal Leute. Das ist ja unfassbar. Glaube ich ja gar nicht. Gut, dann fahren wir mal weiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Gerne. Kein Problem. So, und jetzt ist hier die Baustelle mal zu Ende. Wie kann es denn sein? Das ist ja unfassbar, Leute. Die Baustelle ging jetzt ewig. So. Oh, ups. Entschuldigung, Verzeihung. Okay. Also ihr seht, wir haben es eilig. Im Vergleich zu den anderen hier. Die fahren alle, als wären sie eingeschlafen. So. Hier ist 120, ne? Darf ich nochmal kurz sagen? 120 und schaut euch die an. Ja, genau. Ich glaub's auch, Kollege. Okay, Polizei. Meine Güte. Haben sie eine Ausfahrt gesperrt? Warum haben sie denn das gemacht? Hauptsache, erstmal stellen sich zwei Leute über zwei Spuren hin. Hätten sie ja die zweite Spur offen lassen können eigentlich. Also schaut euch das an. Jetzt müssen die alle auf die linke, um dann wieder auf die rechte Spur zu fahren. Ja, könnte schon unsere Polizei sein. Wäre schon möglich. Aber gut, wir können trotzdem weiterfahren. Wir haben jetzt keine Ausfahrt verpasst dadurch. Es gab schon mal den Fall, dass wir dann nicht mehr weiterkommen konnten. Also in dem Fall alles cool. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir auf die richtige Spur fahren, weil er scheint uns hier zurück zu lotsen. Ja, er lotst uns zurück. Heißt, wir müssen dann abfahren und wieder auffahren wahrscheinlich. Aus Gründen der Sperrung nehme ich jetzt mal an. Aber so genau weiß ich das nicht. I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling.
persönlich hasse es ja auch, wenn LKW sich Elefantenrennen liefern. Das passt ja dann perfekt, dass ich es auch mache. Und jetzt ist LKW-Überholverbot. Ja gut, wir können uns auch einmal dran halten, so ist nicht. Auch wenn die dann schleichen, wie sonst was. Ja, wie man hier sehen kann. Die fahren hier nicht mal ihre 80. Lange nicht ihre 80. Schaut euch das an. Der fährt hier 60 Sachen. 60 Sachen, wo 120 ist. Wir sind ja nicht auf der Landstraße. Meine Güte, ey. Unfassbar. Ja, wir stechen schon aus der Masse heraus mit unserem S-Way, finde ich. Schon von Weitem sieht man das. Und dieses blöde LKW-Überholverbot, ne? Kann das nicht mal bitte aufheben? Jetzt gibt er wieder Gas. Ne, wir haben immer noch LKW-Überholverbot. So, gucken wir mal. Gut. Aber hier überfahren ohne Licht, ernsthaft. Ach, deswegen. Weil die Polizei hinter uns ist. Ja, sehr freundlich, ne? Sehr freundlich, Polizei. Danke, danke vielmals. Für nichts. Ich hatte Tagfahrlicht an, Mensch. Ich hatte das Licht nämlich so eigentlich, ne? Ich hatte so eingestellt Tagfahrlicht. Aber die wollen, dass es an ist. So ein Schwachsinn. Aber okay. Gut. LKW-Überholverbot. Gut, dass wir das eingehalten haben, wenn die Polizei gerade eh da ist. Jetzt geht's auf die Landstraße nach Ohringen. Und da sind wir auch schon fast da. So, wir müssen jetzt hier uns links halten. Schauen wir mal ganz kurz, links ist frei. Rechts auch, perfekt. Dann sind wir jetzt auch gleich schon bei GNT oder GNP, wo wir das Ding hinliefern müssen. So. Mal gucken, der also hier bergauf, ne, da geht wirklich gar nichts, ne. 30 Sachen hier gerade. Das ist wirklich grausam, sage ich euch. So, wir müssen auf die linke Spur. Machen wir. Ist auch frei. Perfekt. Und da vorne wieder rechts. Sieht sehr schön aus hier in der Gegend. Hier so eine fast schon Allee, aber nur einseitig. Okay. So. Industriegebiet, da müssen wir lang. Neuenstadt, Landkreis Heilbronn. Jawohl. Perfekt. So. Sieht auch wirklich nach Industriegebiet aus. Vor allem da vorne mit den Schornsteinen. Die so qualmen. Gut, wo müssen wir das jetzt hinbringen? Vorne. Ich glaube hier schon, oder? Ich glaube hier schon. Wir fahren mal da rein. Ah ne, doch nicht. Doch umdrehen. Andere Richtung. Hier mal rauszukommen.
Und das Problem ist, dass der Anhänger sich ein bisschen verselbstständigt, selbstständig einlenkt. Was natürlich cool ist, weil wir kommen hier besser um die Ecke. Auf der anderen Seite ist es blöd, weil eben dann sowas passiert wie jetzt. Er einfach willkürlich selber einschlägt. Und das ist halt echt blöd, ne? Schau dich das an. Stopp. Wenn wir jetzt nämlich einlenken und nicht komplett gegenlenken, dann würde er hier schon wieder weiter schrubben. Wenn wir jetzt nämlich weiter fahren, genau jetzt, dann schlägt er hier voll ein. Obwohl wir das Lenkrad gerade halten, schau. Wir haben das Lenkrad komplett gerade, aber er ist voll eingeschlagen. Das ist natürlich Gewöhnungssache, glaube ich. Aber hier auf der engen Einfahrt mit dem sehr langen Auflieger, ein bisschen blöd, muss ich sagen. Gut. Wir schauen jetzt mal, dass wir da vorne links fahren. Und auf die richtige Auffahrt. Und dann eben den Anhänger abgeben. So, hier lang. Links rum. Und nochmal links. Perfekto, weil dann können wir hier einmal whoop, den guten abgeben. Natürlich da, wo er sie haben will. So, ich würde sagen, wir fahren hier direkt rein. Mit dem Anhänger das einzupacken. Ne? Es gibt Schöneres, glaube ich. Aber okay. Ist auf jeden Fall eine Übungssache, wenn der Anhänger so stark mitlenkt. Und vor allem bei so einem langen Anhänger, weil das ist wirklich extrem, finde ich. Upp. Jawohl, perfekt. Oh Mann, ey. Ich unterschätze so ein bisschen das Gewicht der Ladung, habe ich so ein Gefühl. Jetzt müssen wir sofort gegenlenken, weil sonst würde er hier komplett einschlagen. So, weiter, weiter, weiter. Weil jetzt schlägt er schon ein. Jetzt schlägt er ein. Nicht zu viel. Nicht zu viel. Leicht gerade stellen, genau. Er kann es so schon nehmen, perfekt. Dann geben wir das ab. Schauen wir mal, was wir so erreicht haben. Also, gut, ich glaube von der ja, Geschwindigkeit her war es gut. Wir haben sogar keinen direkten Schaden. Das passt auch. Also von daher war es nicht schlecht. Es ist natürlich Verbesserungsbedarf, vor allem wenn der Anhänger so stark mitlenkt. Ja Leute, schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare zu dem guten Iveco S-Way und natürlich auch zu unserer Ladung heute, dem Rosenbauer Feuerwehrwagen. Ich glaube, das ist Flughafenfeuerwehr, so wie mir das ausschaut. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao. Talking about